Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Heute befinden wir uns mal wieder in der Arche und gehen somit in Deltas Bastelstube. Da habe ich Dinge zu erledigen. Someone told me they saw a machine that walks on two legs out there. Looks like a metal man, they say. Hey, I'm not surprised. The ancients left behind a lot of wacko stuff. I'm seeing wacko stuff a lot lately. Du bearbeitest gerade einen Roboter auf zwei Beinen. Wollte ich nur gesagt haben. So, der Bummstock ist schon ziemlich nice. Ich meine, Reichweite 8 ist natürlich... Aber der Junge... Junge. Aufsätze sind entfernt. Ja, dann zerlegen wir den mal. Nice. Jetzt noch 60 und dann bin ich glücklich. Machst du das? Tatsächlich. Eine Shotty passt auch besser dazu. So, größere Waffenreichweite. Natürlich. So, was haben wir hier? Gegner zu verbrennen. Ich deaktiviere lieber gerne mit meiner Armbrust. Du hast, obwohl du hast Reichweite 10, ne? Reichweite 10. Ach, das ist das Ding. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das auf den Silence-Waffen habe. Joa. So ist gut jetzt. Jetzt habe ich nämlich auf meiner Armbrust die robotischen Gegner zu deaktivieren. Ich habe ja sowieso eine hohe Reichweite mit DAX. Von daher passt das schon. Was mir natürlich gefällt, ist hier bei der Trolle, die hat hier nochmal 10% mehr. Das haut schon rein mit den neuen Schaden. Aber du bist halt noch ein bisschen... Ja, vielleicht dann, wenn ich eine andere Waffe für ihn finde, nehme ich auf jeden Fall eine andere Waffe. Look who it is. Been a while. Ja, komm, kaufen wir uns davon noch ein paar. Kann ja nicht schaden. Until next time. So, mit 60 Waffenteilen kehren wir dann hierher zurück. Würde ich sagen. So, Kultlande. Ich komme wieder. So, jetzt haben wir richtig Schaden. Gut, es war natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich den 50%igen Schaden gegen, nicht Schaden, sondern Deaktivierung von Robotern jetzt raufgepackt habe, wo wir den Kult landen sind. Aber vielleicht rennt hier ein Roboter rum. Und 50% ist halt schon eine nice Sache. Und verbrennen ist jetzt wirklich nichts, was man unbedingt braucht. Gucken wir lieber, dass wir hier ein paar noch wegpflücken können. Die reife Tomätchen. Hängt da was? Nein. Ist ein bisschen skurril, dass es außerhalb so still ist. Aber gut, hier haben wir schon ein paar Leute umgebracht. Jetzt schauen wir uns ein bisschen um, gucken, wo der Rest rumlungert. Und dann kommen die weg. Zieh mal einer Kock. Bruder Lungret. Den müsste ich jetzt zum Schluss machen. Den Sektenschlechter, den kann ich mir holen. Aber ich kann doch da hoch. Das heißt, ich kann sie sogar von oben aus angreifen. Nice. Da war eine Toilette. Lol. Well, the scrub is making me hungry. This could feed the whole arc. Or Bormann. Rein theoretisch reicht das doch, wenn ich mich hier hinstelle, oder? Speichern wir mal ab. Bingo. Jetzt musst du nur noch treffen. Und der ist weg. Da müssen wir uns nicht mehr verstecken bei dem Typen. Sehr schön. Ja, um euch kümmere ich mich zum Schluss. Das wird lustig. Der eine hat ja bestimmt die Gedanken... Ah, den müssen wir unboxen. Oh, das ist ein Mopsi. Sektenpanzer, Absorption. Sektenschamane.
Ich hätte da einen Plan. Looks like they found the perfect fertilizer for these mushrooms. Dead bodies. Ich habe da definitiv einen Plan. Und wenn das funktioniert, Jungs, dann bin ich Gott. Also nennt mich Gott. God Zero. Sniper God Zero. Okay, versteck dich mal hier. Versteckst dich auch mal. Und einen möchte ich gerne umtauschen. Nein, Bormin muss runter. Bormin muss runter. Nein, du doch nicht. Ach. Troller. Sektenpyro, Sektenpanzer. Zeit, ein paar Sachen zu testen. Okay, Moment. Und zwar müssen wir zuerst ihr das ganze Zeug wieder wegnehmen. Dann möchte ich den hier reinhaben und gebe ihm dann die Sachen. Und kontrolliere einen Gegner, organischen Gegner 2 Runden lang. Ich kann mich nicht bewegen. Ach so, oh. Aha. Ist ja auch kein Wunder. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich muss den Bruder loswerden, sonst holt der Verstärkung. Hä? Was? Was haben wir denn hier? Eine weitere Aktion. Ah, gut. Ich würde lieber darauf sparen. Oder darauf. Nicht schön. Testen wir mal das Ganze. Und zwar machen wir Gedankenkontrolle auf. Ich kann auf beide? Nee. Ah, den, ah, ungültiges Ziel, Einheit ist immun. Da ist ein Medibot. Oh mein Gott. Die sind zu dritt. Oh, Wirk. 75%. Wie viel hast du da eigentlich? Ah, oh, ist aber ich werde gut. Keine Ahnung. Na gut, wir machen es einfach mal. Absorbiert. Okay, wir gucken mal, wer mich hört, wenn ich den hier umboxe. Und wenn ich ein bisschen rumballer. Alle. Oh, das ist nicht gut. Wie machen wir das denn hier an dieser Stelle? Wir können uns nicht mit allen anlegen, oder etwa doch? Weil 2 Runden ist nicht wirklich lang. Wie kann das bei 75% absorbieren? Weißt du was? Wir testen das nochmal. So, zuerst schieße ich nämlich einfach mit dir. Auf den da. Aha. Und dann mache ich mit dir nochmal die Gedankenkontrolle. Dann wirst du nämlich neu ausgerollt. Besessen. Okay. Oh. Es ist aber. Ist jetzt nicht günstig, sagen wir es so.
Tun dich mal irgendwo hin, wo du ein leichtes Opfer bist für mich. Zwei Runden sind leider nicht so lang. Weil wenn ich jetzt mit dem rumballer, dann hören die mich. Es ist ein bisschen ungünstig. Overwatch. Was? Achso. Ja, das ist ja eigentlich dann schon Runde 2, ne? Oh, Junge. Ich meine, wir töten ihn dann ja, aber das bringt nicht wirklich viel, glaube ich. Aber jetzt noch die Gelegenheit, ihn auszuschalten, aber das wird nichts. Warum muss ich nachladen? Ja, scheiße. Jetzt ruft er die anderen. Die Frage ist nur, wie viele es gehört haben. Ja, ist klar. Triff einfach. Ungünstig. Na komm. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich müsste da halt auch noch einen positionieren. Gottes Willen, ey. Oh. Okay, baum ihn. Sprinte mal dahin. Du kletterst da hoch. Oh, der Medibot. Oh, der Medibot. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Okay, sprint mal dahin. Können hier natürlich nicht stehen bleiben. Bullshit. Alter, außer Reichweite. Overwatch. Ja, wo gehst du hin? Oh, du musst erstmal hier runtergehen. Dies kann was werden. Aber wir versuchen es einfach mal. Just for fun. Hörst du nicht? Oh Gott, die haben mich auch gehört. Okay, das kann ich vergessen. Oh, das kann ich vergessen. Oh, wie mache ich das denn? Ich muss mich um den Medibot kümmern. Er ist der Einzige, den ich momentan noch ausschalten kann. Und dann, weiß nicht, eine Rauchgranate probieren? Wird das irgendwas bringen? Ey, hör auf mich zu covern. Advance. Kümmern wir uns erstmal um die Medibot. Leute? Stay back. Join up.
Oh. Lass mich hier hinten. Ah, Mann. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal latschen. Danke. Hohoho, Schamane. Ja, den könnte ich noch unboxen, ja. Aber ich muss mein Unboxen für Bruder Landgren aufsparen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich die Pflicht habe, einfach alles zu töten, was ich sehe. Weil ich könnte jetzt auch einfach weitergehen. Und dann mal schauen. Da wollte ich sparen, ne? Ja. Na gut, sparen wir auch. Medibot? Hallo? Wo bist du hin? Er ist verschwunden. Hä? Der war doch gerade noch vor mir. Was hast du wieder? Der ist unter mir. Hä? Oder auch nicht. Läufst du jetzt hier lang oder nicht? Jetzt bleibt er da stehen. Was ist denn los mit dir, Junge? Der verarscht mich doch, oder? Das ist doch jetzt Mobbing. Da war ich vorher, Mann. Zugriff. Ich habe vergessen zu speichern. Ist jetzt zwar an einer anderen Stelle, als ich eigentlich gedacht habe, aber gut. Bitte was? So, okay. Dann versuchen wir es halt. Zuerst damit. Gut, das habe ich nämlich gehofft. Jetzt kann ich dich aktivieren und dann. Bam! I did that. What do you think about that, huh? Oh, da kann Bomi näher kommen. So. Boah, ich denke, wir ballern ihn jetzt einfach mal weg. Weil wenn der erstmal weg ist, ist er wunderbar. Oh, ja, ich kann mich auch halt hier hinstellen, ne? Oh. Ich habe eine Runde verloren. 75%ige Chance, ich habe nicht getroffen, ey. Don't get stupid. Oh Gott, nein, das mache ich nicht. Den Fehler darf ich jetzt nicht machen. Okay, komm. Und weg mit dir. Okay, einer weniger. Ändert noch nichts an der Situation. Wir haben hier viel zu viele Gegner. Die Frage ist einfach noch, was soll ich machen? Ich weiß es halt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt vorgehen soll. Ich könnte jetzt natürlich weitergehen. That felt real good. So what's the big deal? Sacred mushrooms. Psh. Stupid Nova Sect. Phonies. Sie trennen sich. Stimmt, aber hinten war noch ein Pyro, ne? Den können wir auch ausschalten.
Wenn wir, umso mehr wir jetzt ausschalten, umso besser ist es dann später für uns, wenn wir uns gegen all die Typen anlegen müssen. Und da müssen wir wirklich jedes Register ziehen. Am besten einen umboxen. Und dann einfach mal gucken, dass wir die mal weghauen. Ich habe ja dann zwei Runden Zeit, einen zu töten oder mehrere zu töten. Und den anderen, obwohl ich kann eigentlich mit dem anderen mit draufballern, ne? Wenn ich ihn schon eingenommen habe. Vielleicht sogar dem Mr. Big Boss. Okay, der geht gleich weg. Sektenschläger, Sektenpanzer. Okay. So. Wenn er gleich wiederkommt, dann kriegt er aufs Maul. Soll ich den eigentlich wechseln? Nee, der ist mit seiner Gedankenkontrolle ist eigentlich ganz gut. Was hast du nochmal? Ja, du hast die Flügel. Hm. Für eine Runde. Da sich deine Hand-Augen-Koordination deutlich verbessert, kannst du mit nur einem AP auf mehrere Ziele gleichzeitig feuern. Ist natürlich nicht schlecht. Aber ist jetzt auch nicht so der Hammer. Hm. Ja. Na gut. Behalten wir das erstmal. Wo läufst du denn lang? Zugriff. Oh, er hat mich schon bemerkt. Okay. Da wirst du jetzt umgeboxt, Junge. Ganz einfach. Dann wirst du leise und schmerzlos ausgeschaltet. Ich hätte mir echt ein paar schwache Gegner übrig lassen sollen. Damit ich meine Fähigkeiten aufladen kann. Okay. So viel zu dem Thema. Bleibt noch ein Pyroman übrig. Den könnte ich eigentlich mit Gedankenkontrolle hinkriegen. Es muss noch einen anderen Weg geben. Huch. Was ist das? Kann ich das gebrauchen? Kann ich die Turm umkippen lassen? Das wäre geil. Ich zweifle mal stark, dass das funktionieren würde. Der ist gegen, glaube ich, Gedankenkontrolle immun. Wo läuft denn jetzt der andere Pyro rum? Das müssen wir jetzt noch herausfinden. Gucken, ob wir den irgendwie erledigen können. Es müsste halt eine Möglichkeit geben, sie irgendwie zum Schweigen zu bringen. Ja, der hat auch Absorption. Da hinten läuft der andere rum. Kann ich nur den... so ein Mist. Aber wie erledigen wir den? Der muss halt ganz, ganz weit weg sein. Mit ein bisschen Glück lockt er die beiden an. Und dann haben wir halt nur die Hälfte der Gegner. Wieso seid ihr... Egal, ich frag mal nicht nach. Okay. Ich guck mal, wen wir anlocken, wenn wir schießen. Ja, wenn wir in der Mitte angreifen, dann locken wir alle an. Wir locken wirklich nur die beiden an. Dann können wir es tatsächlich schaffen.
Ist nur blöd, dass wir jetzt auf der falschen Seite der Wand sind. Wurde es tot. You finally figured out how to use that thing? As good as dead. Au. Du triffst nicht, du triffst nicht. Komm. Overwatch. Der Overwatch, der einfach. Kleiner Lunke. Ich kann da jetzt auch nicht hinrennen. Ich kann natürlich... Nicht verfügbar, keine verfügbaren Tiere. Erziele. Warum nicht? Da ist doch einer. Keine Feuerlinie. Sprinten. Kannst du nicht hier hinten lang gehen? Ach Gott, nee. Die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist... Weißt du was, wir speichern ab. Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist sehr gering. Er findet mich gar nicht erst. Overwatch. Oh nein. Oh nein. Ah, oh, wieso konnte ich den nicht übernehmen? Oh. Können das immer noch hinkriegen. Overwatch. Ist ja nicht so, als würde da die Bude brennen bei dir hinten, ne? Außer Reichweite. Overwatch. Okay. Lassen wir sie mal kommen. Das hast du ja wohl nicht selbst erwartet, dass du da triffst. Das war ein Volltreffer. WTF. Okay. 0%. 25%. Ich habe keinen Bock, meine Deckung zu verlieren. War klar. Aber wenn der dumm genug ist, dann wird er nochmal gegen ihn versuchen zu laufen. Daneben? Alter, du hast ihm ins Gesicht geguckt. Keine Trefferchance? Perfekte Deckung? Alter, am Arsch ist das perfekte Deckung. Overwatch. This is just a taste of the ancient's power. Er hat ihm Rüstung gegeben. Alles klar. Hau die ganzen Wände weg. Ist okay. Nee, ist okay. Nee, ist okay. Ja, nee. Okay, da müssen wir uns das überlegen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht von der anderen Seite aus angreifen, weil da haben wir, glaube ich, eine bessere Chance. Und da kann er zwar auch die Bitte warnen, aber wenn er das tut, dann nutzen wir die weg. Das ist ein guter Plan. Haut rein, euer Zero. Tschüss.